Frau Kollegin Brems, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich wollte gerade abwarten, bis hier die Diskussionen hier erstmal beendet sind, wobei ich befürchte, dass sie gleich wieder losgehen werden. Naja, wir schauen mal. Wir hören heute sehr viel von einem Konsens und klar, das ist auch genau richtig. Wir haben es vor wenigen Monaten vorgelegt bekommen, einen Kohleausstiegskonsens. Und dann möchte ich noch mal in die Runde fragen, weil uns das dann hier vorgeworfen wird, wer gehört denn dazu? Da gehören eben nicht nur die entsprechenden Arbeitgeberverbände oder die Arbeitnehmerverbände, die Gewerkschaften dazu, da gehören eben auch die Umweltverbände dazu. Und genau darum geht es bei sozialem Frieden, dass eben genau die und die ihre Unterschrift mit unter diesen Kompromiss gesetzt haben, hier gerade ausgeschlossen werden. Und dann möchte ich auch noch mal die Frage stellen, wer entfernt sich denn hier vom Konsens? Das sind nicht wir, sondern es sind diejenigen, die nur vom Strukturwandel reden, das Füllhorn ausschütten, da kann man sich drüber freuen, aber dabei den Grund dieser Kommission vergessen. Und dieser Grund, warum diese Kommission eingesetzt war, das war der Klimaschutz. Und es stimmt einfach nicht, dass erst das eine, wie wir es gerade eben gehört haben, auch von Ihnen, Herr Minister, erst das eine und dann das andere passieren soll. Das stimmt einfach nicht. Dazu gibt es auch noch mal ganz aktuelle Aussagen, beispielsweise von Herrn Kaiser von Greenpeace, der ja Mitglied der Kohlekommission war, der gesagt hat, dass Strukturhilfen in dem Kohlekompromisspapier, Strukturhilfen an klare Abschaltdaten für Kohlekraftwerke geknüpft werden. Es ging darum, Geld nur für Klimaschutz. Und es darf hier einfach keine Blankoschecks geben. Und da müssen Sie auch an der Stelle aufhören. Ja, Herr Ministerpräsident, Sie sagen, das kommt doch alles, aber darauf können wir doch nicht warten, das gehört doch zusammen. Wir können doch nicht erst das Geld ausgeben und dann hinterher gucken, was machen wir denn hinterher mit. Ja, aber Sie, wir haben doch hier, Sie geben hier ein... Die Bundesregierung kündigt hier einen Prüfauftrag nach dem anderen an. Und Sie sagen, das ist jetzt die große Lösung. Das ist es eben nicht, sondern wir müssen doch genau gucken und Sie müssen hier aktiv werden. Und wenn wir dann noch mal dazu kommen, was Sie hier eben gesagt haben, einen einzigen Satz haben Sie zum Klimaschutz gesagt. Und zwar haben Sie gesagt, das Weltklima zwingt uns, unsere Energiewirtschaft zu ändern. Ja, das stimmt. So, aber dann muss das aber auch jetzt passieren. Und dann können wir nicht länger, und Sie können nicht länger auf die Bundesregierung warten und nicht auf RWE warten. Sie müssen Tatsachen schaffen. Es werden im Rheinischen Revier werden aktuell von RWE und Co. Tatsachen geschaffen. Da müssen Sie was. Natürlich, da werden weiterhin Bäume gefällt, da werden Häuser abgerissen, da werden Kirchen entweiht, da wird Entschuldigung. Entschuldigung, wir könnten doch jetzt einfach mal ganz ruhig dahin gucken. Ganz ruhig dahin gucken. Ach, Herr Ministerpräsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn alle so durcheinander rufen, ist das für den stenografischen Dienst unseres Hauses eine nicht mehr zu erfüllende Herausforderung, allen Zwischenrufen gerecht zu werden. Insofern bitte ich Sie an der Stelle, das dem stenografischen Dienst auch zu ermöglichen. Also, Frau Kollegin Brems, Sie haben das Wort und es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage. Wenn ich Sie schon gerade unterbrochen habe, hat der Kollege Rock das direkt genutzt und fragt, ob Sie die zulassen. Ja, bitte. Bitte sehr. Frau Brems, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich bin ja der Abgeordnete aus dem Rhein-Erft-Kreis mit dem Hambacher Forst. Ich würde Sie gerne fragen, also die Presse und auch den Rufen der Leute hat man gehört, da sind viele Bäume gefällt worden. Wissen Sie, wer die Bäume gefällt hat? Die letzten und vielen Bäume sind nicht von RWE oder von den Unternehmen gefällt worden, sondern von anderen Menschen. Wissen Sie, wer die gefällt hat? Kann es sein, dass es vielleicht die Leute selber vor Ort waren, die Demonstranten und Terroristen? Also, sehr geehrter Herr Rock, also erstens wäre ich an Ihrer Stelle noch mal ein bisschen vorsichtig mit irgendwelchen Terrorismusvergleichen. Ich finde das schon wirklich sehr schwierig. Das Zweite ist einfach, dass Sie anscheinend uns sind an der Stelle, und wir haben uns auch klar dazu geäußert, dass wir natürlich... Dass Sie nicht alle unsere Sachen lesen, das ist ja okay, aber dann müssen Sie uns nicht vorwerfen, dass wir das nicht getan haben. Ja, das stimmt jetzt einfach auch nicht.
Also, es ist natürlich nicht in Ordnung, wenn einfach irgendwo Bäume gefällt werden, egal von wem. Und dann müssen wir uns das nochmal angucken, was aber eben auch in den letzten Tagen passiert ist. Bei uns sind Informationen angekommen, dass auch außerhalb der entsprechenden Zeit, wo eigentlich Bäume gerade nicht gefällt werden dürfen, auch gerade Bäume gefällt wurden. Und das ist zum Beispiel eine der Fragen, wo man sich das angucken muss. Und es geht doch, genau darum ging es doch jetzt gerade, wo Sie mich alle unterbrochen haben. Es geht doch jetzt darum zu gucken, es ist klar, dass es eine Veränderung geben wird. Es wird eine Veränderung geben, die Tagebaugrenzen, all das wird sich verändern. Und dann ist es doch absoluter Wahnsinn, wenn man einfach so weitermacht wie bisher und einfach weiterhin Straßen so baut, wie es vor Jahrzehnten beschlossen wurde. Das kann doch einfach nicht mehr richtig sein. Deswegen muss man da einen Stopp reinmachen. Und dann muss man sich das ganz in Ruhe angucken. Und dann muss man deswegen aber schnell gucken, wo und wie können denn in Zukunft die Tagebaugrenzen aussehen? Müssen wir wirklich noch an entsprechende Orte mit 70 Meter Entfernung ran? Muss das wirklich noch sein? Ich finde, das muss nicht mehr sein. Und ich dachte eigentlich auch, dass der Ministerpräsident das so sieht. Und deswegen finde ich, muss man das sich ganz genau angucken. Und dann ist es doch wirklicher Wahnsinn, wenn man dann sagt, da werden jetzt einfach Häuser schon abgerissen, wo wir nicht wissen, ob wirklich die Region noch komplett abgerissen wird, ob in dem Ort nicht noch was anderes entstehen kann. Natürlich sage ich nicht, dass die Leute, die da jetzt umsiedeln wollen, nicht mehr umgesiedelt werden dürfen. Nein, das kann man ja niemandem verwehren. Aber es kann doch nicht sein, dass wertvolle Infrastruktur einfach platt gemacht wird. Und darum geht es doch. Und dafür brauchen wir doch schnell Antworten. Und das muss diese Landesregierung und dieser Ministerpräsident tun. Und als Zweites, wenn es darum geht, dass die entsprechende Energiewirtschaft sich ändern muss, dann gehört eben auch, und zu einem 1:1 Umsetzen der entsprechenden Ergebnisse der Kohlekommission, dann gehört eben auch dazu, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen den Anteil der erneuerbaren Energien massiv erhöhen müssen. Und genau das wollen Sie auch wieder nicht. Und all diese Sachen gehören auch dazu. Und dann können Sie nicht einfach nur einen Teil loben und sagen, wir haben jetzt hier ganz viel Geld hingeholt, sondern gehört auch das dazu, dass Sie da Ihre Politik ändern, was Sie da in den letzten Wochen und Monaten nämlich kaputt gemacht haben, und damit müssen Sie aufhören. Und ich sage dann noch Frau mal, Kollegin, die Redezeit. Ja, ich komme jetzt zum Schluss. Ich sage noch mal ganz klar, die Strukturmittel hängen mit dem Klimaschutz und dem Kohleausstieg zusammen, und deswegen bleiben wir ganz klar dabei, dass Sie, Herr Ministerpräsident, Chancen vertun und mit der Entkopplung von Mitteln und Kohleausstieg einen Betrug an der Klimabewegung und zukünftigen Generationen betreiben. Wir fordern Sie ganz klar dazu auf, diesen wolkigen Ankündigungen, die Sie hier gemacht haben, endlich für den Klimaschutz konkrete Taten folgen zu lassen. Frau Kollegin Brehm.